Morgenstund hat Gold im Mund und Aufi. Wollen ja ein bisschen was geschafft kriegen. Wie ich da Zuckerrohr da hinten sehe, ich wollte hier eigentlich auch noch welches pflanzen, aber naja, was nicht ist, obwohl hier ist ja was, das könnten wir schnell abbauen. Und ich habe sogar greifbar. Hier wieder einpflanzen. Zack. Zack. Hoch. Ich hätte es irgendwo wieder rausgerissen? Ne, ich hatte wirklich drei. Okay. So. Mäh. Also. Also. Pferde sind vorhanden. Alles sehr schön. Es ist natürlich... Huch, ach so, ein Seed. Dann fangen wir mal an, hier wegzurolfen. Mit dieser Schicht hier, würde ich mal sagen. Die ist auf jeden Fall im Weg. Auch da rennt so ein kleiner Frechdachs rum. Habt ihr das gesehen? Er hat mich noch nicht auf dem Kieker anscheinend. Ach, hier kommt Wasser zum Vorschein. Guck. Hatte ich schon wieder verdrängt, dass hier direkt neben dem Haus auch Wasser ist. Wo ist denn der hin? Ist der ins Haus? Junge, wo auch immer du hingelaufen bist, du hast da im Haus nichts zu suchen. Ach so, hier sind sogar zwei Teiche. Das war mir allerdings wirklich gar nicht bewusst. Das habe ich nicht verdrängt, sondern das war mir gar nicht bewusst. So, weg. Wir brauchen hier Fläche. Ja, und da kommt wieder irgendwas. Keine Ahnung was. Dass das immer in der Aufnahme kommen muss. Furchtbar. Geht's euch eigentlich auch so, dass wenn ihr ein Video guckt und in dem Video dieses Handy-Pfeifgeräusch kommt, weil Nachricht kommt, dass ihr dazu neigt, auf euer Handy zu gucken? Also auf euer Smartphone. Das nennt sich ja gar nicht mehr Handy, das nennt sich ja Smartphone. Also mir geht das oft so. Ist mir sogar schon, darf man gar nicht sagen, ist mir sogar schon passiert, wenn ich mein eigenes Video Kontrolle geguckt habe, nach dem Rendern. Und dann in dem Video war, das vorkam. Selbst da ist mir das dann schon passiert. Also wenn das da nicht wäre, würde ich hier noch eine, doch mache ich auch, ich lag hier noch eine Ratze weg. Lass mal hier, ja, hier lass mal doch ein bisschen mehr so erhöht. Aber grundsätzlich, ne? So. Hier haben wir noch was in der Tasche. Papp, dich können wir ja vor Ort reparieren. So, bleibt der Stein da drin, ja. Das große Terraforming anfangen. Und das, obwohl hier noch gar kein wirklicher Plan existiert, das ist auch schon cool. Aber es ist halt nicht so ganz ideal, wenn man hier groß ein paar diverse Farmen aufbauen möchte und so. Von daher weg. Wo will man? Ja, ich. Ich habe jetzt gerade gedacht, die Stufen könnte man ja sogar für eine automatische Farm nutzen. Ja, also wenn man so, vor allem, könnten wir wirklich. Das um die Teiche lassen wir. Hier könnten wir ansetzen. Für eine automatische Farm. Das ist weit genug weg. 1, 2, 3. Sag mal hier. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfekt. Perfekt.
Müssten wir hier allerdings aufschütten. Hoch. Den Bug gibt es also immer noch. Oh. 4. So. Und hier wieder aufschütten. Wissen wir auch, wohin wir mit dem 2, 3, 4. Wohin wir mit dem Dreck sollen. Ach Quatsch, 4, 5, 6, 7. Und mal anfangen, ist da wieder ein Baum gewachsen? Jawohl. Hm. Trotz nicht vorhandener Pläne gibt es hier doch so langsam doch ein bisschen was. Bams. Da hinten ist auch noch einer gewachsen. Das ist doch wesentlich angenehmer, so eine Axt hier. Zack. Und das ohne extra Mod. Hey. Hauen wir mal ein Äpfelchen rein. Prost. Oder ist mir ein Pferd da reingefallen oder was? Irgendwas ist mir doch da hinten reingefallen, dass da Blut drin ist. Dann fangen wir mal an, bauen wir mal Zäune. Dann gucken wir nämlich bei der Gelegenheit auch. Was wir dafür brauchen. Fans, richtig? Richtig. Ein Zaun wird aus Zaun. Ach, das kann sein, weil. Ja, okay. So. Ah, da ist nämlich das neue Rezept. Dann wäre das hier gerade mit der anderen Zahl. Das hier ist ja jetzt ein Gate mit 232. Gerade war ja eins mit der kurzen Zahl. Das mit der kurzen Zahl wäre das Original Minecraft. Das hier ist jetzt mit der langen Zahl das. Ach so, verdammt. Das. Neue durch die Mod, also die 1.8. Das 1.8 Rezept, was ja hier gar nicht drin sein kann, darf, sollte. Moment, warte mal. Wir brauchen ja auch Gatter. Die sind nämlich, glaube ich, genau andersrum. Ja. Machen wir mal 4. Oh, das geht zwar jetzt gar nicht auf, aber wurscht. Ich brauche hier jetzt einen Ansatz für das, was ich mir eben gedacht habe, bevor es wieder weg ist. Hier war 1, 2, 3, 4. Kommt hier nämlich Zaun hin. 3, 4, 5, 6, 7. Das weg. Das weg. Das weg. 1, 2, 3, 4. Hier müsste dann wieder was hin. Da kommt auch wieder Zaun hin. Dann kommt dazwischen nämlich. Felder für was weiß ich. Hier käme noch was erhöht. Oder so, keine Ahnung. Das Wasser nachher. Kann man mal. Ja, machen wir erstmal Zaun hin. Automatisieren können wir es ja sowieso noch nicht. Aber es ist halt dann dafür vorbereitet. Hier kommt Wasser rein. 1, 2, 3. Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist richtig. Zaun weitergehen. Oder lassen wir den sogar höher. So, hoch. Ja, da habe ich jetzt natürlich nicht dran gedacht. Pferd, geh mal weg. So.
Hup. Wird das schon wieder düster. Gut, dass wir die andere Axt noch haben, weil... So. Mit der passiert nichts. Hoch da. So. Einmal Licht. Einmal Licht. Einmal Licht. Da ist eine Mitte. Da kann man also auch Licht. Und ich habe keine Fackeln mehr. Super. Bams. So. Und so. Wo ist mein Wassereimer? Da. Ja, fließt doch wunderbar weiter. Genau bis hier. Machen wir da auch nur zwei so? Ja, ja, eine dritte Etage brauchen wir nicht, ne? Ne, geht auch gar nicht. Doch, würde wohl gehen. Müssten wir hier nur neues Wasser ansetzen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Muss auch nicht sein, so viel brauchen wir nicht. Aber erstmal wieder ins Bett gehen. Gute Nacht.